Herzlich willkommen bei Imitiert. Ich bin Sophie Euphorie und da soeben die Spargelsaison begonnen hat, imitieren wir heute eine Sauce Hollandaise, die wunderbar zu Spargel passt oder nur zu Kartoffeln oder auch zu Spargel und Kartoffeln und sich auch ganz hervorragend zum Überbacken eignet. Und in meinem nächsten Short zeige ich euch meine liebste Zubereitung für Spargel, aber heute soll es sich nur um die Soße drehen. Deshalb würde ich jetzt sagen, schnacken wir gar nicht mehr lang rum, sondern legen direkt los. Zuerst bereiten wir die Schalotten-Weinreduktion vor. Dafür brauchen wir 1 bis 2 Schalotten, das sind ca. 40 Gramm, die wir schälen und fein hacken und in einen kleinen Topf geben. Außerdem brauchen wir ein kleines Stück Möhre, auch so ca. 40 Gramm, für die hollandaisige Farbe. Das Stück waschen und putzen wir, würfeln es auch sehr fein und geben es in den Topf mit dazu. Dann gießen wir 50 ml Weißwein und 150 ml Wasser dazu und geben ein Lorbeerblatt und 10 weiße Pfefferkörner mit rein und lassen alles aufkochen und dann ca. 20 Minuten lang köcheln, bis die Möhrenstückchen gar sind und ca. die Hälfte vom Sud verkocht ist. Zwischenzeitlich können wir schon den Spargel und die Kartoffeln aufsetzen. Nur wenige Minuten später. Entweder sieben wir jetzt die Zutaten raus und verwenden nur die Reduktion oder, das finde ich praktischer, wir sortieren nur das Lorbeerblatt und die 10 Pfefferkörner aus und pürieren die Soße später. Da muss man nicht so viel wegschmeißen. Yay. Jetzt zerlassen wir in einem mittleren Topf 200 Gramm Margarine. Ich verwende heute den veganen Block von Naturli. Und geben 50 Gramm helles Mehl dazu. Und lassen es unter gelegentlichem Rühren mit dem Schneebesen ca. 3 Minuten lang anrösten. Und für meine GFFs, meine glutenfreien Freunde, mit glutenfreiem Mehl gelingt die Soße übrigens auch. Dann löschen wir die Mehlspitze mit ca. 200 ml Wasser ab. Und rühren die gesiebte oder ungesiebte Reduktion unter. Würzen mit etwa 5 Gramm Salz und etwa 5 Gramm Zucker. Und lassen die Soße ein paar Minuten lang köcheln. Eventuell gießen wir noch etwas Wasser nach, wenn die Soße zu dick sein sollte. Ich püriere die Soße jetzt noch ganz fein im Vitamix. Dann schmecken wir die Soße ab. Halten Sie auf kleinster Flamme warm, bis der Spargel und die Kartoffeln auch fertig sind. 12 Sekunden später.
Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mich und meine Arbeit kostenlos unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Und zwar in Form eines Likes und eines Abos, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Denn fast 500 wundervolle Menschen haben meinen Kanal abonniert. Ich freue mich so darüber. Herzlichen Dank an euch alle. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Imitieren, guten Spargelhunger, vielen Dank fürs Zusehen, macht euch einen wundervollen Tag und bis bald. Peace!